Zuerst mal hallo und willkommen. Ich bin der Thomas und das ist der Alex. Wir sind beide vom AK Vorrat. Und wir stellen euch jetzt hier was vor, das schon fertig ist, nämlich Heat. Das ist ein Projekt, wo wir ewig lang dran gearbeitet haben und jetzt könnt ihr es in den Händen halten. Wir geben dieses Exemplar hier durch, da könnt ihr mal irgendwie so parallel zu dem, was wir sagen, reinschmökern. Ist auch alles online unter freier Lizenz, also wer es nicht jetzt lesen will, kann das später nachholen. Das Ganze hat eine gewisse Geschichte. Als wir als Verein uns gegründet haben, hatten wir natürlich ein Ziel, die Vorratsdatenspeicherung in Österreich abzuschaffen. Dazu haben wir eine Bürgerinitiative gestartet, Zeichne mit AT, und die hatte zwei Forderungen. Erstens eben die Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung schon wirklich auf EU-Ebene. Und zweitens, dass es auch eine Evaluierung von allen Antiterrorgesetzen in Österreich gibt, ob diese Gesetze überhaupt mit unserer Verfassung konform sind. Und diese Bürgerinitiative, die war recht erfolgreich. Wenn man damals so das Parlament gegoogelt hat, waren wir da schon recht prominent. Die Zahlen waren beträchtlich, also hier sogar 4.400 auf Papier und da ging es dann online weiter. Insgesamt haben 106.067 Menschen diese zwei Forderungen unterstützt und dafür unterschrieben. Die Vorratsdatenspeicherung haben wir dann noch abgeschafft, aber vor Gericht, vom EuGH und vom Verfassungsgerichtshof in Österreich. Aber natürlich haben wir damit noch nicht gewonnen. Seitdem ist viel passiert und das Thema Überwachung ist eines, das eigentlich nur mit rasender Geschwindigkeit voranschreitet. Wir haben jetzt gerade in Großbritannien das Investigative Powers Bill, das eigentlich so das allerschlimmste Überwachungsgesetz der Welt ist. Wir haben in Dänemark gerade wieder eine Debatte über eine Form von Vorratsdatenspeicherung, die auch NATS betrifft, also wo wirklich jeder Webseitenaufruf auch mitprotokolliert wird. Die NSA ist jetzt ab Jänner dann in den Händen von Donald Trump. In Österreich haben wir das polizeiliche Staatsschutzgesetz, Vorstöße zum Bundestrojaner, und auch ein Sicherheitspaket, was laut Ministerrat bald zu erwarten ist. Also wir haben so ein bisschen das Gefühl, wir verlieren den Krieg. Vor allem, weil wir als Zivilgesellschaft meistens ja uns dann organisieren, wenn wir was verhindern wollen. Wenn wir gegen konkrete Gesetzesvorschläge sind. Aber mit dieser Strategie werden wir auf lange Sicht verlieren. Weil die Gegenseite hat mehr Atem, mehr Ressourcen, ist besser vernetzt. Und deswegen braucht es eine andere Strategie, um diesem Thema Herr zu werden. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wer sind wir hier eigentlich? Eben der AK Vorrat hat sich hier in eine Kooperation begeben mit Research Institute. Das ist die Firma von unserem Obmann Christoph Joel, der ein wirklich sehr guter Jurist ist und eben sehr grundrechtsaffin. Wir haben auch was zu verlautbaren. AK Vorrat ist nicht mehr lange unser Name. Wir werden uns umbenennen als Epicenter Works. Wir sind das Epizentrum für digitale Grundrechte in Österreich und für gewisse Themen auch auf europäischer Ebene. Wir wollen da eben aktiv mitarbeiten. Das Projekt HEAT hat sich finanziert zur Hälfte von der NetIDE, der Internet-Privatstiftung, und zur anderen Hälfte aus Crowdfunding. Wir haben nur die Hälfte des Geldes von der NetIDE bekommen und dann eben Oktober bis Dezember 2014 den Rest über Spenden reinbekommen. Warum machen wir HEAT? Wie schon gesagt, wir verlieren den Krieg, es braucht Gegenvorschläge, es braucht konkrete Alternativen, die wir der Politik an die Hand reichen. Und wir fordern mit diesem Konzept eben wirklich eine faktenbasierte Sicherheitspolitik. Im Moment überprüft man nicht, ob einzelne Überwachungsmaßnahmen wirklich ihren Sinn erfüllen, ob sie überhaupt zur Verbrechensaufklärung beitragen, ob sie Anschläge verhindern können. Und es gibt in den vielen Fällen nicht mal genaue Zahlen darüber, wie effektiv oder wo, aufgrund welcher Straftatbestände, diese Überwachungsmaßnahmen eingesetzt werden. Das heißt, Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt, um diese faktenbasierte Sicherheitspolitik zu erreichen. Und damit, mit diesen zwei Dingen, schaffen wir eine Umkehrung der Rechtfertigungslast. Es ist nämlich eines der Grundprinzipien, dass der Staat immer dort, wo er in unsere Grundrechte eingreift, zuerst rechtfertigen muss, wieso das seine Berechtigung hat, wieso das notwendig, nützlich und verhältnismäßig ist. Weil im Moment sind wir gerade in der gegenteiligen Situation. Es werden verfassungswidrige Gesetze gemacht und dann müssen wir vor Gericht diese Dinge wieder einkassieren. Und wie bei der Vorratsdatenspeicherung haben wir gesehen, dass das Jahre dauern kann.
Und genau das müssen wir umdrehen. Wir müssen es schaffen, dass schon im Gesetzwerdungsprozess diese Kriterien, die dann der Gerichtshof anlegt, angewendet werden. Und dieses Konzept hat der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof in Karlsruhe eigentlich mal benannt mit der Überwachungsgesamtrechnung. Das ist die Idee, das kennt man aus der Umweltverträglichkeitsprüfung. Ja? Ich habe da verschiedene Faktoren, die vielleicht dazu führen, dass dass das Klima in diesem Fluss kippt, dass da auf einmal alle Fische sterben. Es sind verschiedenste Faktoren, die zusammenwirken. Und wenn ich so genügend verschmutze, dann wird irgendwann einmal nichts mehr leben können in diesem Gebiet. Ähnlich verhält es sich mit Überwachung in einer freiheitlichen Gesellschaft. Wenn wir davon zu viel haben, dann kippt irgendwann mal der Teich. Dann gibt es eine Anpassung unseres Verhaltens an die Norm, die angenommen wird. Dann versucht man, sich gleich standardkonformer zu verhalten. Und dann haben wir auch als Gesellschaft ein großes Problem. Und damit übergebe ich an den Alex. So, hallo MetaLab, herzlich willkommen im Stream auch. Ein ganz kurzer Satz noch zur Überwachungsgesamtrechnung. Das ist etwas, was das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das erste Mal ausgesprochen hat, und zwar 2010 im Urteil zur damaligen deutschen Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung. Und das Gericht sagt einfach, wenn man eine neue Überwachungsmaßnahme einführt, muss man mal alle bestehenden Überwachungsmaßnahmen, Überwachungsgesetze in einer Gesamtschau betrachten. Und dadurch kann sich eben ergeben, dass der Spielraum des Gesetzgebers enger wird. Und diese Idee trägt dieses ganze Projekt. Und wir haben auch einen interdisziplinären Ansatz gewählt. Wir haben nämlich Juristen, Techniker und Sozialwissenschaftler zusammengebracht, um einfach unseren Horizont zu erweitern und ein bisschen outside of the box denken zu können. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben in Österreich einmal uns alle Überwachungsmaßnahmen, alle Überwachungsgesetze angesehen und sie einmal aufgelistet und ein bisschen genauer analysiert. Dann haben wir natürlich die relevante Judikatur uns angeschaut, also natürlich die nationale höchstgerichtliche Judikatur. Wir haben auch einen Blick nach Deutschland gerichtet, eben zum BGH und zum Bundesverfassungsgericht. Und ganz wichtig ist natürlich die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. Wir haben uns angeschaut, was gibt es eigentlich für Technologien, die die Sicherheitsbehörden einsetzen können, und werden sie auch tatsächlich eingesetzt. Und wenn man da ein bisschen ins Detail geht, sieht man, dass die Technik oft mehr kann, als die rechtliche Grundlage eigentlich hergibt. Das ist zum Beispiel ein Problem, Beispiel IMSI-Catcher. Können wir auch nachher drüber reden, noch kurz. Wir haben eine erste grobe Technikfolgenabschätzung dieser Überwachungsmaßnahmen angestellt und wollen eben wissen, welche gesellschaftspolitischen Folgen haben solche Technologien. Und diese soziologische Theorie der Überwachungsgesamtrechnung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir wissen nämlich jetzt auch seit dem Zweiten Weltkrieg, dass Überwachung Konformität fördert, und Konformität behindert Kreativität am Ende des Tages, und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir auch den Reinhard Kreisel von WICES, dem Vienna Center for Societal Security, gewinnen konnten, der den sozialwissenschaftlichen Teil mit seinen Mitarbeitern geschrieben hat und sehr eng mit uns zusammengearbeitet hat und uns wirklich auch den Horizont erweitert hat. Natürlich ist es ganz wichtig, auch die Überwachungsmaßnahmen statistisch zu erheben, wann wurde welche und wie oft wurde welche Maßnahme eingesetzt. Da muss man natürlich sagen, das sind ganz viele Daten, die uns natürlich fehlen, weil die in den Ministerien liegen und wir keinen Zugang dazu haben, aber dazu noch gleich. Und wir haben einen Kriterienkatalog aufgestellt. Wir haben ganz viel mit parlamentarischen Anfragen gearbeitet, die haben wir über die Clubs der NEOS und der Grünen eingebracht. Und da hat sich etwas Interessantes gezeigt, dass man uns zum Teil nicht die Wahrheit gesagt hat. Das sind Screenshots, das sind geleakte Dokumente aus dem Wiener Neustädter Tierschützerprozess. Und aus diesen Dokumenten geht hervor, dass die Kriminalpolizei, die Bundespolizeidirektion Wien in diesem Fall, eine Anfrage an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gestellt hat,
um Keylogging-Software und Screenshotting-Software einsetzen zu dürfen. Und wir haben aber aus einer parlamentarischen Anfrage des Justizministers, des aktuellen, die Aussage, dass so eine Anfrage nie an die Staatsanwaltschaft gestellt wurde. Das ist ein ganz kurzer Überblick, welche Gesetze wir uns angesehen haben in Österreich. Da ist natürlich das Relevanteste jetzt im Moment das polizeiliche Staatsschutzgesetz, das Sicherheitspolizeigesetz und das Telekommunikationsgesetz. Für wen haben wir das eigentlich geschrieben, dieses Buch? Natürlich für die Zivilgesellschaft als Ganzes, aber es richtet sich an Politiker und da natürlich an die Legisten, die in den Ministerien in den Einzelnen sitzen. Und da darf ich gleich vermelden, das ist auch jetzt auch, wir haben positives Feedback bekommen, zumindest schon aus dem Justizministerium und aus dem Bundeskanzleramt, und man ist gesprächsbereit und man ist auch schon an uns herangetreten, und wir werden hoffentlich eben auch eng mit den Legisten zusammenarbeiten, und das freut uns natürlich besonders. Natürlich sind Aktivisten, Journalisten und eben alle offiziellen auch der Sicherheitsbehörden angesprochen, um eben ein bisschen neue Dynamik in den Gesetzgebungsprozess zu bringen. Das ist jetzt natürlich schwierig für die Zuhörer, die nur den Audio-Stream verfolgen. Wir haben ein paar Grafiken hier mitgebracht. Diese Grafik oder die Basis dieser Grafik ist entstanden im Zuge der Erarbeitung der Stellungnahmen zu den Entwürfen zum polizeilichen Staatsschutzgesetz. Und ganz grob gesagt, hier geht es darum, einmal eine Übersicht zu erstellen, für welche Delikte gibt es welche Ermittlungsmaßnahmen und Ermittlungsmethoden, und farblich kodiert haben wir dann die formellen Voraussetzungen. Das heißt, darf die Kriminalpolizei oder das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung oder die Sicherheitsbehörden von sich aus tätig werden, oder brauche ich eine Anordnung der Staatsanwaltschaft oder brauche ich gar eine gerichtliche Genehmigung. Und oft, wenn man sich diese Grafiken dann ein bisschen im Detail anschaut, sieht man, dass es Überschneidungen gibt und dass sich die Sicherheitsbehörden teilweise aussuchen können, welche Schiene sie gehen einfach. Und manchmal sind die Schwellen einfach niedriger. Also ja, wir sind leider knapp in der Zeit, deswegen gehen wir gleich zur nächsten Grafik. Die beschreibt die Rechtfertigungslast, die der Tom schon vorher erwähnt hat. Und wenn man sich die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ansieht, kommt ganz klar heraus, dass die Rechtfertigungslast, eben die Last, Maßnahmen zu begründen, also wo der Gesetzgeber die Maßnahmen begründen muss, steigt in dem Moment, wo ich mich von der direkten strafbaren Handlung entferne. Das heißt, je weiter ich in die Prävention gehe oder in die Präemption sogar, umso höher ist die Rechtsfertigungslast, eine Maßnahme einzuführen. Und die Gefahr von Grundrechtsverletzungen steigt dann natürlich enorm, aber genauso in die andere Richtung, wenn man im Strafverfahren ist. Also da geht es dann schon um Verfahrensgrundrechte. Diese Grafik soll kurz die Streubreite eines Eingriffs, einer Überwachungsmaßnahme zeigen. Und man sieht ja ganz schön, je höher die Streubreite ist, das heißt, je mehr Personen von einer Überwachungsmaßnahme betroffen ist, desto höher wird natürlich auch der Rechtfertigungsbedarf des Gesetzgebers. Hier zum Beispiel ist zu nennen eben die Funkzellenüberwachung, die Cell-ID-Abfrage, ja, wo ich mir die Standortdaten von Mobiltelefonen herausholen kann in einer gesamten Funkzelle. Je mehr Menschen in dieser Funkzelle, unbeteiligte Menschen sind, desto mehr Leute habe ich, die von diesen Grundrechtseingriffen auch betroffen sind. Und ganz kurz zum Abschluss, wir haben mit Mindmapping gearbeitet, um diesen Kriterienkatalog zu erstellen, um einfach das Ganze übersichtlich zu gestalten. Und wenn wir hier reinzoomen, wir haben eben materielle Grenzen und formelle Grenzen, und wenn wir weiter reinzoomen, kommen wir immer auf weitere Ebenen. Und wir haben jetzt nicht das Rad neu erfunden. Wir haben die Grundrechteprüfung nicht neu erfunden, wie sie von den Höchstgerichten, vor allem in Deutschland und Österreich, auch praktiziert wird. Aber wir haben das Ganze in ein neues Konzept gegossen und haben gerade eben bei den Kriterien zum Beispiel einfach neue Fragen hinzugefügt, neue Fragen aufgeworfen, und
neue Layer hinzugefügt sozusagen, Dinge, die man im Gesetzgebungsprozess bereits berücksichtigen muss. Und damit gebe ich zurück an den Tom, der jetzt noch 2 Sekunden hat. Super schnell, okay. Ich nehme den Ball gleich wieder auf. Wir haben jetzt zuletzt diesen Kriterienkatalog gesehen. Das ist mehr oder weniger das Herzstück der ganzen Sache. Wir haben hier das Rad nicht neu erfunden, aber wir haben wirklich sehr genau hingeschaut. Wir haben wirklich eine komplette Analyse der Rechtsprechung in diesem Bereich gemacht. Komplette Analyse der Grundrechte, die in diesem Bereich anzuwenden sind, um eben zu diesem Kriterienkatalog zu kommen. Und der ist wirklich vielfältig anwendbar. Einerseits, das tun wir jetzt schon, indem wir damit unsere juristischen Analysen machen. Wenn wir heute im AKVorrat ein Gesetz analysieren, da Stellungnahme abgeben, zum Beispiel in einem Begutachtungsverfahren, und das tun wir recht häufig, verwenden wir HEAT und diesen Kriterienkatalog, um dorthin zu kommen. Und auch wenn wir eine Klage schreiben, dann tun wir das. Wir haben schon gesehen, wir wurden belogen zum Teil von den Ministerien. In vielen Fällen haben wir einfach gar keine Antworten, keine Zahlen bekommen. Und wir gehen auch davon aus, dass die Ministerien in gewisser Weise im Überwachungsblindflug sind. Sie wissen selbst nicht, wie oft gewisse Maßnahmen verwendet werden oder wie zielführend die überhaupt sind. Und da ist einer der Forderungen natürlich jetzt hiermit auch mehr Transparenz zu bekommen. Wir verwenden HEAT und alle können HEAT verwenden. Das ist eine Handreichung an alle gesellschaftlichen Gruppen. Und wir werden dieses Dokument auch aktuell halten, vor allem eben auch, was die Gesetze angeht, die in diesem Bereich relevant sind für Österreich im ersten Schritt. Wir überlegen aber auch, wie wir das Ganze internationalisieren können. Weil, wie gesagt, das Problem ist wirklich ein universelles. In so gut wie allen Ländern, definitiv in allen Ländern der EU, gibt es derzeit massive Ausweitungen von Überwachungsgesetzgebung und auch auf EU-Ebene selbst mit der Antiterrorismus-Richtlinie, die jetzt gerade den Trilog passiert hat. Und wir glauben wirklich, dass wir gegen diesen ständigen Abwehrkampf Alternativen brauchen und dass HEAT genau diese Alternative sein kann. Es wird HEAT auch neben dem kleinen Belegexemplar auch noch in einer ordentlichen gedruckten Auflage geben. Dafür haben wir schon die Zusage eines Vorworts vom UN-Sonderberichterstatter für Privatsphäre, Professor John Kanadachi. Und zuletzt natürlich verwenden wir HEAT auch in unseren höchstgerichtlichen Klagen. Wir haben schon die Vorratsdatenspeicherung abgeschafft. Wir haben sehr viel gegen das Staatsschutzgesetz gekämpft. Und da aber, obwohl es signifikante Verbesserungen zum originalen Entwurf des Innenministeriums gab, am Ende muss man sagen, doch verloren. Das Staatsschutzgesetz ist seit 1. Juli diesen Jahres in Kraft, aber es wird dagegen geklagt. Wir wurden engagiert, eine Drittelbeschwerde einzubringen. Das ist eine Art Verfassungsklage, die der einzig sichere Weg ist, um vom Höchstgericht in Österreich verhandelt zu werden. Die wurde eingebracht von dem Parlamentsclub der FPÖ und der Grünen und wir haben diese Klage eben geschrieben und HEAT war auch eine Grundlage für diese Klagschrift, in der wir komplette inhaltliche Freiheit hatten, alles an diesem Gesetz zu kritisieren, was wir als Bürgerrechtsorganisation kritikwürdig befanden. Und die Klage ist eingebracht und wird allerfrühestens jetzt im Dezember verhandelt, aber wir glauben es nicht. Wir glauben, es wird Frühjahr 2017 sein. Nächster Schritt ist auch so ein bisschen ein Ausblick. Da sind wir in der Konzeptphase. Wir wollen diesen Kriterienkatalog auch dazu verwenden, um Begutachtungen von Gesetzen generell besser und zugänglicher zu machen. Weil heute ist das ein sehr kleiner Kreis an Menschen, die sich wirklich in den Gesetzgebungsprozess einbringen. Und das ist ja mit auch einer der Aufgaben vom AKVorrat, vom Epizentrum, dass wir den Gesetzgebungsprozess generell zugänglicher machen, dass es mehr Menschen möglich ist, ihre Stimme zu erheben über Online-Tools oder aber auch über Demonstrationen auf der Straße. Und ein wichtiger Weg wäre eben, eine semantische Ebene reinzubekommen, um Kritik in strukturierter Form den Legisten in der Begutachtung zur Verfügung zu stellen. Im Moment ist das nämlich einer der größten Probleme, wenn man mit Legisten spricht, welchen Sinn sie denn aus diesen vielen Stellungnahmen ziehen können. Und jetzt noch 2 Hausmitteilungen. Wir suchen gerade eine Karenzvertretung für die Öffentlichkeitsarbeit, wenn jemand irgendwie anfangen will, Dezember, Jänner bei uns. Wir suchen gerade Verstärkung das ist auch kein ehrenamtlicher Job, sondern das ist ein wirklicher Job. Geht auf akvaforrat.at, da findet ihr diese Stellenausschreibung. Und wir sind auch gerade in einer Crowdfunding-Kampagne und freuen uns über alle Spenden, aber insbesondere auch über Fördermitgliedschaften. Vielen Dank.
vielen Dank euch beiden für die Präsentation. Gibt's Fragen aus dem Publikum? Nochmal. Eine Frage hätte ich schon, und zwar kann man bei euch streng limitierte Ausgaben dieser Anfrage beantworten, käuflich erwerben für Weihnachtsgeschenke oder dergleichen? Gute Idee. Ich sammle kurz die zweite Frage, dann komme ich mit dem Mikro gleich wieder zu dir. Ja, Gratulation zur ganzen Analyse. Du hast gesagt, ihr habt schon ein paar positive Feedbacks von Ministerien, Bundeskanzleramt oder Feedbacks bekommen. Was erwartet ihr denn euch? Was sollen Beamte, die das lesen, machen damit, mit dem Wissen? Ganz grob gesagt, Moment. Ah, sorry, man hört mich. Wir erwarten uns, dass die Legisten unsere Ideen aufnehmen und in den Gesetzgebungsprozess einbauen. Und wir sind natürlich gesprächsbereit. Wenn die Menschen in den Ministerien auf uns zukommen, mit uns auch zusammenarbeiten wollen, unsere Ideen, unsere Analysen hören wollen, dann freuen wir uns natürlich. Es gibt jetzt im Moment eben die sogenannte Wirkungsfolgenabschätzungsverordnung. Also im Gesetzgebungsprozess müssen sich die Legisten schon über die Wirkungsfolgen eines Gesetzes Gedanken machen. Im Moment werden aber nur budgetäre Fragen angesprochen. Es werden zwar auch Gender- und Umweltfragen angesprochen, das ist durchaus positiv, aber die gesamtgesellschaftspolitischen Auswirkungen von Überwachungsmaßnahmen etc. werden gar nicht angesprochen. Und das fordern wir ein. Aber wir sind gesprächsbereit und mehr kann ich noch gar nicht dazu sagen. Und in der Hinsicht, also HEAT baut doch im Grunde auf zwei Dokumenten auf. Das ist eben einerseits das Handbuch für bessere Rechtsetzung vom Bundeskanzleramt und Werk von der Kommission, die Leitlinien für Good Governance von der Europäischen Kommission. Also das ist eigentlich auch die Lehrmeinung, wie du gute Gesetze machst, indem du dir vorher eben überlegst, was versuche ich damit zu erreichen, wer ist überhaupt davon betroffen, in welcher Weise, vielleicht auf Basis welcher Grundrechte und eben diesen wirkungsorientierten Ansatz überhaupt zu wählen. Im Moment ist es halt leider so, da wird politisch was entschieden und dann bekommt ein Legist, eine Legistin den Auftrag, ein Gesetz zu schreiben und am Ende überlegt man sich, wer davon vielleicht betroffen sein könnte. Und das ist halt genau der Weg, wie so etwas wie das Leistungsschutzrecht entsteht. Und davon müssen wir wegkommen. Und ich glaube, die Antwort in diesen Tagen kann nur sein, noch mehr faktenbasierte Politik. Und bezüglich der Frage, was die Druckversion angeht, das ist eine sehr tolle Idee. Wenn es da wirklich Interesse gibt, dann meldet uns das und dann, wenn das genügend Leute sind, machen wir gerne so einen Sonderdruck der schönsten Zensuren, die wir bekommen haben. Das ist vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es Anzeichen, dass sich der Verfassungsgerichtshof auf so eine Gesamtfolgenabschätzung anschließt? Wir haben das natürlich in dieser Drittelbeschwerde im Text angesprochen und würden uns sehr freuen, wenn der VfGH diesen Ball aufnimmt. Also wir wissen natürlich, dass der VfGH durchaus auch nach Deutschland schaut und diese Idee wurde ja eben beim deutschen Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das erste Mal angesprochen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn er diesen Punkt anspricht, natürlich. Argumentiert haben wir es im Text. Noch eine Frage? Oder sind alle Unklarheiten beseitigt und alles? Ich habe noch eine Frage. Auf euren Slides stand da neben AK-Vorrat auch noch was anderes drauf. Da oben im linken rechten Eck, da steht Epicenter Works, was bedeutet das? Also Epicenter Works ist unser neuer Name. Wir haben lange überlegt, wie wir eigentlich heißen und das Selbstverständnis hat sich schon ein bisschen auch verändert, seitdem unser Themenspektrum nicht mehr nur Vorratsdatenspeicherung ist. Also wir haben ja 2014 uns auch überlegt, was heißt es jetzt, dass es in Österreich keine Vorratsdatenspeicherung mehr gibt. Eigentlich könnte man hergehen und sagen, der Vereinszweck ist erfüllt, jetzt lösen wir uns auf.
Uns war, hat aber schon so gedämmert nach Snowden, dass das mit der Überwachung vielleicht noch nicht gegessen ist. Deswegen haben wir dann eben gesagt, nein, umso mehr braucht es eigentlich diese Art von zivilgesellschaftlichem Engagement. Und deswegen haben wir dann eben mit Fundraising, mit Bürobetrieb, mit einem Team, das nicht mehr nur ehrenamtlich ist, wobei immer noch ein großer Teil von dem, was wir leisten, auf den Schultern von ganz vielen Ehrenamtlichen passiert. Und auf aus diesem Hintergrund und gerade eben auch nach dem großen Erfolg der Netzneutralität, wo wir auch in Wien viel von der Safety-Internet-Kampagne gestemmt haben, war klar, wir brauchen einen neuen Namen. Und wieso Epizentrum? Weil wir glauben, dass wir wirklich der Ort sind, von dem Veränderung ausgeht. Und weil technologische Veränderung die Gesellschaft als Ganzes umkrempelt. Und es braucht jemanden, der da auf die Grundrechte schaut und der auch artikuliert, was für eine Meinung in der Bevölkerung vorherrscht. Wir verstehen uns mit dem Namen auch als Plattform, die offen ist für alle gesellschaftlichen Gruppen. Wir glauben, dass Grundrechte auch wirklich eine Querschnittsmaterie über alle sind. Wir sind sicherlich weiterhin behaftet in einer Netzkultur-Hacker-Szene, das ist, wo wir herkommen. Aber wir glauben auch, dass jetzt 2016, 17 diese Themen weitaus breiter geworden sind. Die beeinflussen Wahlkämpfe, die lösen vielleicht Kriege aus. Da muss man irgendwie auch mal mit einer breiteren Perspektive drauf zugehen. Und Works so als Wortteil im Namen, weil wir extrem viel hakeln und weil wir auch glauben, dass das Prinzip, wofür wir stehen, funktioniert. Also es geht auch darum, dass Menschen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, wirklich was erreichen können. Und das soll auch ein Angebot sein für alle Menschen, die sich in solchen Themen einbringen wollen. Wir sind gerne auch die Plattform, über die man wirklich progressive Politik machen kann. Also sozusagen gleich der Erfolg im Namen verankert oder der Erfolgsgedanke sozusagen. Gut, also ab wann gilt der neue Name? Wir werden das noch dieses Jahr über die Bühne bringen. Okay, gut. Dann danke euch beiden fürs Kommen, für euren Vortrag.